Du hast ein Huawei P-Smart 2021? Und du fragst dich, wie du deine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte einlegst? Wir zeigen dir, wie es geht. Den Kartensteckplatz findest du auf der linken Seite oben. Nutz den Auswurfstift, um den Kartenhalter rauszunehmen. Steck ihn in die kleine Öffnung im Kartenhalter. Drück leicht drauf, schon wird der Kartenhalter ausgeworfen. Nimm ihn aus dem Steckplatz. Auf dem Kartenhalter ist Platz für zwei Nano-SIMs und eine Micro-SD-Karte. Leg deine Nano-SIM in die kleine Ausstanzung ganz rechts. Die goldenen Kontakte zeigen dabei nach hinten. Die abgeschrägte Ecke ist unten rechts. Du willst dein Smartphone als Dualgerät nutzen, um zum Beispiel Privates und Geschäftliches zu trennen? Dann setz die zweite Nano-SIM genau wie die erste links daneben. Du willst auch eine Micro-SD-Karte einsetzen, um den Gerätespeicher zu erweitern? Dann leg die Karte mit der schmalen Seite zu den SIM-Karten auf. Die Kontakte zeigen nach hinten. Schieb den Kartenträger jetzt zurück in den Steckplatz. Die Kontakte der Karten zeigen dabei zur Rückseite deines Smartphones. Jetzt kannst du dein Smartphone einschalten. Wenn es hochgefahren ist, entsperr die SIM-Karten mit der PIN. Folg jetzt den Schritten auf dem Display, um dein neues Smartphone einzurichten. Viel Spaß! Together we can. Vodafone.